Der Sport auf Rund TV wird Ihnen präsentiert von den Autohäusern Wenck und Reindl. Los geht's mit den Sporttipps und zwar gleich auf die harte Tour. Denn der Gelita Trail Marathon ist nichts für schwache Nerven. Über die gesamte Strecke ordentlich geschwitzt und nebenbei über Stock und Stein gerannt. Mit dabei ist auch ein Mann, der jetzt nach der aktiven Sportlerkarriere nur noch auf ausgewählten Events läuft und für den es ein ganz besonderes Anliegen ist. Der ehemalige Spitzentriathlet Timo Bracht. 2001, 2002, 2003, als meine Triathlon-Karriere auch hier in Heidelberg begonnen hat, gab es dann ein Spiel, wo ich meinen Sohn auf dem Arm gehabt habe, einen Zieleinlauf und jetzt 16 Jahre später mit ihm zusammen dann hier rennen zu können. Und das nicht um zu gewinnen, sondern um einfach auch zusammen Spaß zu haben und was zusammen zu machen, ist natürlich ein tolles Erlebnis und da schließt sich auch irgendwo der Kreis. Los geht's am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Karlsplatz im Herzen Heidelbergs. Und dabei sein kann jeder. Von einem anstrengenden Lauf geht's jetzt auf den Drahtesel, denn der Odenwald Bike Marathon steht an. Warum Sie da unbedingt dabei sein sollten, weiß Veranstalter Markus Kunkel. Es gibt eine ganze Menge um das Thema Mountainbike geboten werden. Natürlich sind die Teilnehmer selbst im Mittelpunkt. Es gibt 2 Marathonstrecken und auch 3 Kinderstrecken für die jüngsten Teilnehmer. Also rauf aufs Rad und quer durch den schönen Odenwald. Start ist am Sonntag um 10 Uhr an der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen. Teilnehmer können sich noch am Wettkampftag für 35 Euro anmelden. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3. Das letzte Sommer-Special bei Sport im Park auf der Calisthenics-Anlage in Mannheim. Aber in diesen Klamotten kann ich da natürlich nicht mitmachen. Da muss ich mich erstmal in Schale werfen. Das wäre erledigt und dann legen wir jetzt einfach mal los. Die Einheit am Samstag ab 11.30 Uhr steht ganz im Zeichen des Ganzkörpertrainings. Dabei geht es um Übungen, die ohne großen technischen Aufwand betrieben werden können. Es geht vielmehr um turnerische Kraft- und Körpereinheiten mit dem eigenen Gewicht. Davor müssen sich die Teilnehmer aber erst einmal ausgiebig dehnen. Natürlich unter fachkundiger Anleitung. Bis 19 Uhr stehen Trainerinnen und Trainer für Fragen rund um das Ganzkörpertraining zur Verfügung. Und das Beste daran, das individuell angepasste Angebot der Stadt Mannheim ist kostenlos. Für mich ist die anstrengende Einheit hier schon fast wieder vorbei, aber für Sie zu Hause beginnt jetzt erst die Arbeit, denn Sie müssen mitschreiben, nämlich jetzt kommt der Schnelldurchlauf. Gelita Trail Marathon, Sonntag 11 Uhr. Odenwald Bike Marathon, Sonntag 10 Uhr. Sport im Park Special, Samstag ab 11.30 Uhr. Der Sport auf Rund TV wurde Ihnen präsentiert von den Autohäusern Wenck und Reindl.